eingeredet wird. Was Israel dort anrichtet, ist ein Massaker schlimmsten Ausmaßes. Es ist ein Massaker, ein anderes Wort gibt es dafür nicht. Das wievielte Massaker in der Geschichte beider Völker, muss man fragen, dass Israel da anrichtet. Und zehntausende Menschen sind auf der Flucht, mussten ihre Häuser verlassen. Für viele von diesen Menschen ist es nach den Kriegen von 48 und 67 die dritte oder vierte Vertreibung durch Israels Truppen. Nur wo sollen sie im kleinen Gazastreifen hinfliehen, der ringsum von Israel und Ägypten eingezäunt und ummauert ist? Ich darf daran erinnern, dass es in Israels Krieg gegen den Gazastreifen 2008, 2009 1500 Tote gegeben hat und Tausende von Verletzten. Vorsätzliche Tötungen durch die israelischen Truppen sind schwere Verstöße gegen das Recht auf Leben und damit Verstöße